Welche Reaktion hat denn dein Umfeld gezeigt? Positiv und negativ? Ja, also meine Familie, meinen Eltern habe ich das nicht direkt gesagt, aber haben die ja natürlich auch nicht gemerkt, weil ich Muslim war, aber gar nicht danach gelebt habe. Das heißt, ich habe das so gesehen, im Herzen getragen. Und dann, als ich angefangen habe zu beten und kein Schweinefleisch mehr zu Hause zu essen, weil meine Mutter immer Schweinefleisch, immer nein, nein, nein. Dann hat meine Mutter immer so gesagt, bist du Muslim geworden oder was? Die essen doch auch kein Schwein. Und meine Eltern haben leider total keine Ahnung auch vom Islam leider, nur schlechte Sachen gehört. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, weil das ist, ich habe nicht zu ihnen gesagt, ich bin Muslim geworden. Ich habe immer mit Sachen angefangen. Ja, guck mal, weißt du, warum Schweinefleisch nicht gut ist? Das hat auch einen Grund. So macht Krankheiten und dies und das. Oder über Kopftuch. Habe ich gesagt, guck mal, das ist nicht schlecht, das ist so und so. Ich habe immer gut über den Islam geredet. Bis meine Mutter irgendwann mal sagt, ja, du redest immer gut über den Islam. Du bist doch wie Muslim schon. Irgendwann mal habe ich dann gesagt, ja, ich bin Muslim geworden, weil das die einzig wahre Religion ist. Meine Mutter war sehr traurig, subhanallah. Die hat geweint, sogar meine Mutter. Nicht vor mir, aber so hat, später habe ich das erfahren, dass sie sogar geweint hat. Mein Vater auch. Ich habe gemerkt, es kam so ein Abstand auch. Mein Vater hat nicht mehr viel mit mir geredet, hat auf den Boden geguckt immer und so. Und dann, aber manchmal immer so böse auch angesprochen. Ja, wie kannst du Muslim werden und warum? Und ich habe immer trotzdem gesagt, ja, guck mal, das ist, ich habe versucht zu erklären. Ihr glaubt an, und ihr hängt Sachen auf und ihr glaubt, ihr denkt, dass euch das helfen kann und so. Das kann euch nicht helfen. Und so ging das immer weiter, aber die haben das nicht verstanden einfach. Die haben einfach immer gesagt, ach das und für Quatsch halten. Aber ich bin ja Muslim gewesen, aber ich habe noch nicht praktiziert. Aber ich, dann wusste ich schon, er ist Muslim, aber nichts gemacht, kein Gebet, nichts. So war das ein bisschen, dann kam das wieder alles in Ordnung. Okay, ja, hat keiner anderer gewusst, nur meine Eltern und meine Schwester. Und immer so, nicht meine Mutter hat immer gesagt, nicht den anderen sagen, nicht unser Onkel. Und so Blamage, dass sie sich dafür geschämt hat auch. Bis ich dann halt angefangen habe zu beten und alles, Sachen zu verändern. Dann kamen wieder diese Probleme, immer reden, ja, warum so, warum so, warum so. Aber dann, subhanallah, meine Mutter gesehen, dass ich mich verändert habe, aber nur gut verändert habe. Ich war viel mit meiner Mutter am Reden gewesen auch. Ich war nicht mehr so viel draußen. Meine Mutter hat sich keine Sorgen mehr um mich gemacht, weil früher war ich immer nachts draußen, ich kam gar nicht nach Hause. Sie hat sich immer Sorgen gemacht, sie hat mir immer gesagt, was machst du mal draußen? Ich kann nicht schlafen, wenn du nachts immer draußen bist, unterwegs. Weil sie auch wusste, ich habe immer viel Geld verdient, aber ich war nicht arbeiten gewesen. Sie hat gewusst, dass es irgendwas Schlechtes ist. Wer weiß, was da passiert eines Tages. Aber Alhamdulillah ist nie was passiert. Ja, auf jeden Fall danach, meine Mutter, ich habe ihr auch Sachen zum Lesen gegeben langsam und so. Mein Vater war immer einer, mit dem konnte ich gar nicht reden. Der hat immer seine Nase hochgemacht und wollte nichts hören davon. Sobald ich angefangen habe, von Islam gut zu reden, mein Vater ist rausgegangen von Küche. Vom Wohnzimmer weggegangen. Der wollte nicht darüber hören. Der war sehr, sehr stur. Der hat mir auch immer gesagt, du hast uns verraten und solche Sachen. Aber ich habe versucht, trotzdem immer gut zu denen zu sein und korrekt mit denen zu reden. Aber dann haben die halt gesehen, ich habe mich verändert. Schlechte Sachen alle weg. Die haben sich keine Sorgen gemacht. Ich war vernünftig geworden. Richtig. Ich habe keine schlechten Sachen mehr gemacht. Und ich habe dann mit meiner Mutter viel geredet mit ihr. Und sie hat irgendwann mal eingesehen, okay, Islam ist nichts Schlechtes. Islam ist nichts Schlechtes, hat sie gesagt. Und mein Vater hat das auch dann irgendwann mal eingesehen, weil meine Mutter dann mit meinem Vater immer geredet hat. Ja, guck mal, das ist doch nicht schlecht, hat sie zu ihm gesagt. Er geht nicht mehr so, er macht das nicht mehr. Er macht, ist doch gut, ist nichts Schlechtes bis jetzt. Hat immer, ja, okay. Dann hat später meine Mutter zu mir gesagt, ja, er hat auch gesagt, das ist jetzt, es ist nicht so schlimm. Und wieder, Verhältnis war wieder normal. Natürlich immer wieder kam mal so, ja, aber warum bist du Muslim geworden? Ihr lebt doch, das ist doch wie in der Wüste, die Frau ist verschleiert und die darf nichts machen. Ich hab viel mit ihm darüber geredet und ich habe meine Mutter viel auch zum Lesen gebracht. Die kann nicht so gut Deutsch, ich habe auf meine Sprache geholt, ein bisschen ein paar Sachen, ein paar auf Deutsch. Sie hat uns verhandelt, eines Tages, ich kam nach Hause, habe ich gesehen, meine Mutter hat selber was in Hand genommen, gelesen. Das war ein kleines Buch, ein islamisches Buch. Und subhanallah, sie lag abends im Bett, hat das gelesen, nächsten Tag auch, subhanallah. Und danach ging diese, dann hat die auch zu mir gesagt, und dann hat die einmal auch einen Flyer gehabt über die Ehe im Islam, also ein kleines Buch über die Ehe im Islam, und meine Schwester hat eine Scheidung gehabt, und da ist viel schief gelaufen, und dann hat meine Mutter dieses Heft gelesen, und gesagt, ja, wenn man das so machen würde, das wäre gut, hat die gesagt, subhanallah. Das waren alle so Beispiele aus der Sunna vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und so Sachen. Hat gesagt, ja, sowas ist das, wenn man das so danach leben würde, das ist echt schlau, das sind keine schlechten Sachen, wenn die Ehe so. Auf jeden Fall ging dieses
mit meiner Mutter wurde immer besser, immer besser, immer besser. Jetzt, Alhamdulillah, ich verstehe mich mit meinen Eltern sehr, sehr gut. Sie haben gegen mich gar nichts mehr, ich habe gegen sie gar nichts. Sogar meine Eltern haben jetzt eingesehen, obwohl sie immer diese Sachen angebetet haben. Sie haben gesagt, sie sagen auch, es gibt nur einen Gott mittlerweile. Die glauben nicht, dass Jesus sein Sohn ist oder dass Jesus Gott ist. Aber bei denen ist noch, die tun das nicht weg. Die tun diese Bilder nicht weg. Die tun immer noch diese Kreuz im Wohnzimmer. Die wollen das nicht ganz wegmachen. Aber sie sagen, nein, wir machen das nur so. Es gibt nur einen Gott. Dieses Kreuz kann uns nicht helfen, sagen die. Aber, ja, Muslime sind sie noch nicht geworden. Und subhanallah, damals, als ich auch noch nicht gebetet habe, habe ich eine Freundin gehabt. Diese Freundin kam aus Bosnien, das heißt, sie war schon Muslima. Aber sie hat auch gar nicht praktiziert und sie hat gar kein Wissen vom Islam gehabt. Sie war wie eine ganz normale Mädchen, Deutsche oder egal was. Natürlich, wenn Ramadan war, sie hat gefastet, nur im Ramadan so ein bisschen gefastet, aber mehr hat sie auch nicht gemacht, hat auch kein Hijab getragen oder so, ganz normal. Und ich kam mit ihr zusammen, wir waren dann Freund und Freundin. Und subhanallah, ja, irgendwie kam das dann so, dass bei der auch angefangen hat, sie ist auf ein Seminar gegangen und sowas und sie wusste, ich war schon Muslim geworden. Manchmal haben wir über Allah geredet, subhanallah. Abends haben wir manchmal telefoniert und wir haben über Allah geredet. Wir haben nie viel über Allah geredet. Ich war in meine Welt voll verrückt und sie war auch voll verrückt in ihre Welt. Wir waren so Freund und Freundin. Aber wenn wir manchmal über Allah geredet haben, das bisschen, was wir wussten über Allah, subhanallah, dann unsere Gespräche war ganz anders. Unsere Herzen sind aufgegangen. Wir haben miteinander so geredet und subhanallah immer so, ja, das, boah, ja, voll schön haben wir geredet. Subhanallah, dann irgendeines Tages ist sie auch auf so ein Seminar gefahren, das war in München, Deutschland, mit ihrer Cousine und ihre Cousine hat irgendwie Hijab getragen in München, die hatte nicht viel mit ihr zu tun. Auf einmal kam sie auch wieder, habe ich gesehen, so, sie hat sich ein bisschen so verändert, sie hat gesagt, ja, was wir machen ist falsch eigentlich und so, man muss eigentlich beten und so, aber dann haben wir immer so ein bisschen geredet, so, wir haben immer mehr über Islam geredet und wir haben gesagt, ah, das ist gut, ja, das ist gut, ja, das ist gut, ja, das ist gut, subhanallah. Und dann irgendwann mal, als ich dann auch angefangen habe zu beten, dann habe ich auch, weil ich konnte nicht mehr. Dieses Leben, was ich vorher geführt habe, ich konnte das nicht mehr führen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich habe angefangen zu beten, ich war weiter mit ihr zusammen. Und haben wir beide so auch gemerkt, so, ja, das darf man nicht machen, Freund und Freundin und solche Sachen. Und dann habe ich auch irgendwann mal zu ihr gesagt, so natürlich, ja, wir müssen entweder wir heiraten und wir machen das richtig oder das geht einfach so nicht mehr und so. Ja, Alhamdulillah, sie war auch dann der Meinung, natürlich mit ihren Eltern gab es am Anfang ein bisschen Probleme, weil die haben nicht viel Wissen von Islam, die Eltern auch. Aber Alhamdulillah, danach haben wir danach geheiratet, Alhamdulillah. Und so gesehen auch zusammen angefangen mit Islam. Immer weiter, Gebet gefestigt sie auch, ich auch. Alhamdulillah, jetzt sind wir verheiratet. Wir haben eingesehen, dass diese Beziehung Mann und Frau ohne Islam, das geht nicht. Jeder Mann macht, was er will und Frau macht, was er will, das endet im Chaos. Und dann haben wir, ja, Alhamdulillah. Das heißt, sie war ja auch vorher in meinem Umfeld, also mit ihr bin ich jetzt weiter. Wir sind jetzt, Alhamdulillah, verheiratet und leben inshallah nach Islam auch. Halt von meinen Freunden, die damals mit mir waren, 2% vielleicht noch Kontakt. Einmal im Monat anrufen, wie geht's dir? Auch ein Muslim, aber er ist total kaputt, der Junge. Ich habe mit ihm noch geredet über Islam, dass er zurückkommen soll zu Allah und so, aber sonst mit keinem mehr was zu tun. Von meinen ganzen alten Leuten mit keinem mehr was zu tun. Keinen gesehen, keinen nicht mehr in der Stadt, gar nichts mehr. Aber Alhamdulillah, ich bin froh darüber auch. Frage 14. Hat man als Muslim Schwierigkeiten in der Gesellschaft? Wenn ja, welche? Oder was für Schwierigkeiten du als Muslim hast? Ja, es ist eigentlich nicht so schwer, aber es gibt manchmal natürlich Sachen, die nicht so einfach sind, aber überwiegend eigentlich nicht. Jetzt, ich weiß nicht, bei mir auch, ich lebe hier in Deutschland, vielleicht auch ein bisschen helle Haare, ich bin ein bisschen hell. Ich weiß, die Leute kennen auch nicht immer direkt, ah, der ist Muslim oder der ist, sowas erkennt die nicht direkt. Natürlich, wenn es jetzt sowas geht, dass man irgendwo ist oder der Frau die eine Hand geben will und so, dann sagt man, ja, ich bin Muslim, tut mir leid, ich kann ihnen keine Hand geben. Dann gucken die natürlich erstmal erschrocken und gucken erstmal ein bisschen böse. Aber dann muss man das auch versuchen, gut zu erklären, dass es nicht negativ, dass es nicht frauenfeindlich ist, dass man das nur gut meint.
Natürlich sind die Frauen dann nach meisten, natürlich wenn man jetzt irgendwelche ist, irgendwelchen Ämtern oder so, die sind dann ein bisschen, ich habe das gemerkt, die sind dann ein bisschen, die sind nicht mehr so nett zu einem und vielleicht die behandeln einen auch vielleicht ein bisschen schlechter, würde ich sagen, auch auf jeden Fall. Ansonsten eigentlich, ja, ansonsten eigentlich vielleicht, als Frau hat man es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger hier jetzt in Deutschland. Hört man wahrscheinlich öfters vielleicht irgendeinen Spruch oder so. Ja, als Frau ist es auf jeden Fall schwieriger.